Was mich ja interessieren würde, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Space Engineers. Und Sepp ist interessiert. Ich bin interessiert, ob denn überhaupt hier in dem Schiff die Verbindungen liegen zwischen den einzelnen Containern oder ob das ja. Spiel uns einfach nur hart verarscht. Ich glaub, doch, da ist eine. Hier ist ohne Scheiß, hier ist wirklich eine Verbindung. Ohne Spaß. Hast du oben eine gefunden? Ja, hier auf der Rückseite ist eine. Achso, bist du draußen? Ich bin gerade raus. Ja, ich suche halt gerade die Verbindungen hiervon. Wir könnten, Christian, wir könnten, was wir könnten. Jetzt kommt es. Also hier ganz unten ist ja die Docking Station, ne? Komm mal mit nach draußen. Wir müssen mal von draußen hier ein bisschen planen. Machen wir das. Hui. Ja, jetzt aber. Wo bist du denn? Voll. Ja. Und unterm Schiff. Ah, unterm Schiff. Oh lol, hier unterm Schiff sind die ganzen Sachen. Hier unten sind auch die Lagerungsdinger, Christian. Ah, da sind sie. Ja, stimmt. Hui. Ja, dann müssten wir eigentlich von unten nach oben was bauen. Dann müssen wir von unten nach oben irgendwie eine Leitung bauen. Eine Leitung bauen. Das heißt, wir buddeln jetzt hier einmal gerade durch, Christian. Nee, mach das doch hier von der Seite, dann siehst du das doch direkt. Da muss halt. Ja, aber das sieht doch kacke aus, oder? Ja, aber wieso willst du das denn da hinten machen? Wir müssen doch nach vorne. Ne, wir sind doch hier vorne. Wenn ich hier geradeaus durchbuddel, dann bist du hier. Bob. Hä? Hier ist vorne. Ja, aber wir sind ja ein bisschen da innen. Ja, gut. Wisst ihr noch, wie man die Farbe ändern kann? Ja, das ist eine gute Frage. Nee. Mit den eckigen Klammern. Stimmt. Boah, Sepp. Aber warte, Christian, hier vorne ist, da ist schon eine Verbindung. Mit den eckigen hier Klammern ist im Deutschen. Im Deutsch, im Moment, also im Deutschen sind die ja bei 8 und 9. Und im Englischen sind die, glaube ich, auf Plus. Und Minus. Nee, hier. Was ist da? Komm mal her. Wer ist gerade nicht? Ja, wo bist du? Da. Hier vorne. Ach, stimmt, das ist eine Verbindung. Das funktioniert nicht. Ja, klar, ja, weil ja hier der Raketenwerfer ist. Der muss ja aus dem. Hier warte mal, ich überlege gerade. Da ist ja irgendwo für den Raketenwerfer ist ja irgendwo ein Conveyor, der das dahin bringt. Ja, ja. Ja, der wird. Den der müssen wird wir finden und von da aus müssen wir gerade nach oben. Ach, das muss direkt an den Conveyor dran. Meinst du nicht, dass das reicht, wenn wir sozusagen hier die Leitung anbohren? Nee, es gibt kein T-Stück für so Leitung. Ach so. Oh, das ist aber scheiße. Ich hoffe mal nicht, dass da schon alle voll sind. Da müssen wir uns. Nee, der Conveyor, der hat ja. Der muss ja. Hier am Ende von dem Rohr steht ja ein Conveyor da hinten irgendwo. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Aber. So, und dann müssen wir von. In dem Conveyor von oben einfach rein. Ja, meinst du nicht, von oben ist da schon? Einfach nee rein. Sonst. Ja, und sonst bohren wir den dann irgendwann an. Ja, das meine ich ja. Aber wir müssen. Ja, alles quasi klar. Dann bohren wir hier das über dem Raketenwerfer bohren. Ja, das heißt jetzt einfach gerade durch oder was? Ja, Peter, die beiden sind da richtig dran, hin? Weißt du, und wir so, okay. Achso, ja, wir müssen quasi oben drüber einmal wegbohren. Na ja, gut, dann fangen wir mal an. Aber machen wir aber nur eine. Viele Sachen. Ich glaube, wir haben ja, unser ja, Inventar erschöpft. Ich bräuchte mal den Sammler, aber den kann ich gar nicht bauen. Geht der doppelt so ja, schnell, den haben wir zerstört, flitzen den Sammler. Keine Ahnung. Ja, jetzt. Wobei, ja, also ich glaube, zusammenbauen geht auf jeden Fall schneller, wenn du das mit mehreren machst. Also müsste das bei. Warte mal. Oh Leute, du hast mich getötet. Was? Du hast mich weggeflext, Christian! Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Du hast mich weggeflext. Deine Energie war wahrscheinlich auch leer, weil ich hatte noch 50%. Okay, ja, dann habe ich dich weggeflext. Das konnte ich noch sehen. Christian hat mich weggeflext. Scheiße. Oh. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Wie viele Sachen hattest du denn so mit? Ach, nicht viel. Ah, nicht viel. Stahlrohr, Anzeige, Computer, Stahlplan. Außerdem hat Christian das alles direkt eingesammelt, weil er neben mir stand. Mach mich wieder voll. Denke ich, oder? Ja, ja, bestimmt. Stimmt, ne? Boah, das mit der Energie ist aber echt so eine Sache. Vor allem beim Flexen geht hier schnell runter. Ich bin weggegangen, oder? Ich will mich aufladen. Also, ich mach mal weiter, ne? Ich bin ja wieder voll. Ja, ja, ich komm. Da sterben einfacher als neu machen. Ja, wobei du verlierst halt immer alle Sachen, wenn du stirbst. Das ist natürlich scheiße. Ach. Liegst du vorher in der Kiste und das ist gut. Boah, wie das aussieht, weiß der, der Schweißer da. Der Blödsinn, der. Der Schleifer. So, Christian, ich glaube, wir sind bald da. Anzeigen vom Startplatten noch. Geh mal ein Stückchen nach links.
Dann kann ich vielleicht mitmachen. Okay, ich geh das mal nach rechts. Kann man dem Sam da nicht irgendwie sagen, dass wenn irgendwas nicht funktioniert herzustellen, dann soll er zum nächsten springen? Ja, musst du Rechtsklick abbrechen, oder? Das geht nicht. Bisschen, warte. Das ist ja. Wo geht der denn jetzt hier drauf? Haben wir gebogene Förderleitung ist das. Wir brauchen alles Mögliche noch. Wie geht das nach unten? Aber Silizium gibt es ja auch in dem Berg drin. Au, 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 ich hab Schaden gekriegt. Was brauchst du denn genau für Silizium? Ich bin aber nicht am. Anzeige und Computer. Das stimmt, da unten ist ein Eingang. Oh fuck, ich hab Energie 0. Nein, 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 nein. Christian, weißt du, was wir machen müssen? Wir müssen statt dem T-Stück müssen wir hier ein Transportband hinbauen. Ja genau, können wir das nicht einfach hier draufsetzen? Das flexen wir jetzt. Nee, das muss das öffnen. Öffne das mal eben hier und dann müssen wir hier ein Fracht. Nee, nicht. Ja, aber dann brauchst du ja ein T-Stück, sonst schießen doch gar keine Raketen mehr raus. Nee, ein Förderband müssen wir hier zwischenpacken. Wird? So. Bam, wo ist denn deine Problematik gerade eigentlich? Ich verstehe. Aber ich habe keine Materialien darin, dafür, Christian. Da 30 Anzeigen drin sind in dem Assembler 1 und ich nicht rausholen kann. Förderleitung? Ja. Wo ist die denn in dem schönen Menü? Kannst du die rausholen? Relativ weit unten, neben den. Ganz links unten. Assembler? Ganz links unten. So, jetzt hab ich sie. Ja, da liegen 30 Anzeigen drin. Ein Förderband. Förderband, ja. Förderleitung. Das muss in den Förderband. Okay, ja, Förderband. Und das musst du dazwischen setzen. Das kann nämlich in alle Richtungen verteilen. Ja, Moment, das muss ich doch dann. Aber wenn du noch sitzt das genau hier drauf, ne? Ja. Ja, da rein. Musst du dann einmal kurz an meinem Cockpit dein. Ja, ja, das müsste das T-Stück hier sein. Warte mal. Genau. Gott. So. Klar. So, weil da komme ich gerade nicht weiter. Da müssen wir verlieren. Computer. Fehlt interne Panzerung. Ja, aber geh du mal holen, dann sag ich dir, was du brauchst. Okay. Ist bei dir denn auch was kaputt gegangen, Bram, oder was? Ja, bei mir ist auch was kaputt gegangen. Boah. Boah, Junge, oh Junge, oh Junge, ey. Hey Christian, was? Wir brauchen noch gar nicht uns großartig bewegen. Kommst du da unten dran? Aber Computer kannst du auch bauen, oder nicht? Ja, Moment. Nee, hey, dafür brauchst du auch Silizium. Ja, Moment. Wir haben nur Silizium. Nee, du kommst jetzt dadurch, dass wir das fertig gebaut haben, kommst du dort nicht dran. Na, guck mal, da sind noch 10 Computer. Okay, sag mal, was wir brauchen. Ja, die werden gerade gemacht, Leute. Ja, jetzt wurde Silizium da reingetan hast wahrscheinlich. Also ich hab hier Stahlplatten, wie viel Stahlplatten? Ja, warte, was da unten in der Raffinerie noch alles drin ist. Wir brauchen noch 15 interne Panzerung. Ja, wir können hier leider nichts produzieren, das ist leider immer noch unser Mango. Ach so, jetzt verstehe ich die Problematik hier. Das dauert wahrscheinlich aber nur, bis das alles verarbeitet war. Ja, verstehe. Ja. Interne Panzerung? Die muss ich unten produzieren beim Brammen. Okay, dann Herstellungskomponenten brauchen wir noch 52. Ja, warte. Nee, ich gebe einfach hier so ein Ding in Auftrag und dann habe ich alle Komponenten. Ja, Herstellungskomponente, keine Ahnung, mach mal 100. Stahlrohr klein habe ich, Motor habe ich auch, Computer brauchen wir noch 5. Und nochmal interne Panzerung, dann wartet. Herstellungskomponenten, wie viele? Insgesamt, keine Ahnung, mach mal 100, also 70 oder so brauchen wir noch. 52, 72 brauchen wir. Alter, dauert voll lange mit den Dingern. Welche Dinge brauchst du denn alle? Weiß ich, hab ich verschluckt. Was? Wie viel Stahlrohr brauchen wir? Ah, Millionen! Stahlrohr klein brauch hab ich. Hast du noch Panzerglas im Inventar? Ich im Inventar hab... Mir fehlen zwei. Scheiße. Ich hab noch Stahlrohr und Herstellungskomponenten und Motoren. So. Also nur, um meine Bohrer zu reparieren. Ja. Christian, du kannst ja schon mal nach oben buddeln. Ja, von hier aus Leitung. Gesehen. Stimmt. Ja. Da bin ich ja mal gespannt, wo wir da rauskommen. Produziere mal lustig weiter. Hier ist eine Rampe. Wieso ist denn hier eine Rampe? Oh nein. Ist egal, buddel da durch. Nee, Rampe heißt aber. Ja, ist egal. Genau. Und ich baue mal halt den Weg draußen. Was? Ja. Ja, egal. Ja, aber das Blöde ist, das gehört zum Hangar. Ja, ich weiß. Ne, du kannst auch so einen Sammler und so ein Dingens bauen, dann fliegen die da durch. Nee, ja, aber da musst du jedes Mal die Schwerkraft ausstellen. Ja, das stimmt. Warum musst du das jedes Mal machen? Egal, Christian, der Hangar, der ist für den Arsch. Wir müssen das Ding erstmal ins Laufen kriegen. Danach muss man halt vorsichtig hier reinfliegen, ansonsten zerstört man.
Ja, da muss man halt ein bisschen aufpassen, wenn man landet. Da muss man. Das ist, weißt du, wie wenn du in so eine Parklücke reinfährst und genau in der Mitte steht ein Pfeiler. Man muss halt vorsichtig drum rumfahren. So, jetzt gehen wir einfach hier nach oben, ne? Ich baue auch direkt für ein paar Rohre weiter die Sachen, damit wir das auch schon mal am Laufen haben. Ja, wir kommen übrigens genau unter der Raffinerie aus. Ja, das ist genau unter der Raffinerie. Ist da denn Zugang zur Raffinerie? Du brauchst da sonst... Nee, brauchst du nicht. Ich glaube, du musst nur mit dem Rohr da dran kommen, ne? Geil ist ja, dass die Bohrer, zwei Bohrer so angeordnet sind, dass ich überhaupt nichts mehr sehe. Ja, du kannst ja mit Alt kannst ja drum rumschwenken, Bram, ne? Ja, aber in der Ego. Und in der, die Third-Person-View ist nicht gerade geeignet, wenn man in einem Stein rumfliegt. Ja, das stimmt wohl. Ah, Leute, wieso hast du das denn jetzt so breit gemacht und nicht mehr nach unten? Das hat Bram gemacht. Ja, ja, aber was hat das für einen Grund? Der Bram wird sich da was bei gedacht haben. Bauen. Nach oben und unten kannst du dich bauen. Achso, also so einfach ist das. Ich dachte, das hätte jetzt irgendwelche praktischen Gründe. Christian, ich baue das mal fertig, ne? Ja, guck dir mal das Loch an und ach du Scheiße, ey. Oh, farm. Rat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 
Das Gelbe ist Nickel, Magnesium, Iron, Kobalt, Platinum, Uranium. Aber Silizium. Ich glaube, hier ist gar kein Silizium. Nickel brauchen wir auch bald wieder. Ja, siehst du, das ist doch schon ein Grund. Meinst du, man kann das Schiff, Sepp, in dem anderen Schiff landen? Durch die Schwerkraft dann, ja, oder? Welches Schiff? Egal welches Schiff. Die kleinen Schiffe. Ja, kannst du. Du kannst das abstellen und dann kannst du damit weiter durch die Gegend fliegen. Dann bleibt das stehen. Oh, das ist ja geil. Das Blöde ist, da musst du bei dem anderen nur den Motor ausmachen. Ja, das Blöde ist aber, dass das Bohrerschiff, weil der Bram die Bohrer halt oben und unten noch dran hat, hier nicht reinpassen wird. Ja, dann bauen wir halt einen Bohrer ab. Das ist ja wohl jetzt immer nicht das Monsterproblem. Da müssen wir jedes Mal dran bauen. Ja. Oh nein, wir ziehen auch hier alle 5 Minuten um, oder was? Passt schon. Das Schlimmste ist, dass wir jetzt Silizium braucht. Nickel brauchen wir auch. Ja, aber Nickel, guck mal in die Raffinerie rein von der Plattform. Da wird ohne Ende noch verarbeitet. Na echt? Ja. Also halt wieder. Echt? Assembler. Das ist doch Silizium. Halbleiter. Das ist doch Silizium Halbleiter. Wo waren die denn jetzt? Die sind im Assembler. Das ist gut. Wo sind die? Die brauchen wir. Ja, das sind aber nur 0,16 Kilo. Ja, dann kommst du damit nicht hin für einen. Warte mal, ich guck mal gerade. Nee, du brauchst 1,5 brauchst du. Ja, toll. Ja, dann flieg ich doch zu dem komischen Asteroiden hier und guck mal, ob hier Silizium vorhanden ist. So, ein Nickel. Ich weiß, der Bohrer 5 für Probleme hat. Nickel ist ja aber... Ich bin tot und mein Schiff ist explodiert. Ich bin von irgendwas getroffen worden. Was? Was? Was ist er denn? Was? Wo ist denn? Warst du in dem Asteroiden drin? Nee. Ich bin halt zu dem Nachbar-Asteroiden geflogen. Und wollte gerade einfach nur scouten, was da drin ist. Aber hatte das Schiff nicht auch so eine Kanone, die Asteroiden ballert? Ja, aber das war ja nicht so ein riesen Asteroid, der ihn einmal platt macht. Ich war hier hinten. Ich war hier hinten. Pass auf, ihr müsst gucken, wo ich bin. Ich flieg gerade auf der anderen Richtung. Achso, nee, so weit kann ich nicht mehr. Ich muss Energie tanken. Super. Wow, wow. Rausgeflogen oder was? Wisst ihr, Peter, das ist die Scheiße an Asteroiden. Jetzt habt ihr da stundenlang mal rumgedoktert und der Asteroid hat gesagt, nö. Wieso hast du denn eingeschaltet? Toll. Ich hab das schon auf sicher stehen. Hier ist nur noch ein Wrack. Also ich hab das auf das Minimum gestellt. Normalerweise, als wir das letzte Mal hier gespielt haben, knallen hier laufend Asteroiden um die Ohren. Alle 5 Minuten geht ja alles daneben. Toll. Also das Schiff ist echt komplett im Sack. Da gibt's halt noch ein paar Triebwerke und so. Wow. Ja, dann bau die ab und tun wir das. Was ihr aber machen könnt, ist die gelben Frachtschiffe auseinanderbauen. Ja, das stimmt. Das könnten wir echt mal machen. Nehmt die einfach mal auseinander, flex die komplett auseinander und dann haben wir genug. Stimmt, wieso sind wir das denn? Das machen wir jetzt auch. Wir brauchen nämlich auch noch total viel Scheiße. Ja, eben. Ich mach jetzt hier das Glas erstmal weg. Fenster. Ich produziere weiter in dem Assembler, aber der ist nämlich auch echt langsam. Ja, Moment mal, in den Schiffen sind doch Assembler und so eine Scheiße alle drin. Die können wir doch abbauen, dann haben wir doch eigentlich die Materialien. Das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, nicht das Schiff mal auseinander. Sehr gut. Toll. Wenn du Jackpack ausmachst, kannst du nicht mehr in das Schiff reinlaufen. Weil das so schief ist. So, da ist der Assembler. Dass es jetzt hier kein Panzerglas an diesem hässlichen Scheißschiff gibt. Lalalalalala. Warte, wenn du am Flexen bist, war, wie schnell dein Saft ausgeht. Oh, ja. Warte, jetzt hat ganz schöne Bohrerschiff im Arsch, nur wegen Pech oder was? Ja. Und Scheiß, nur wegen Pech. Aber wenn ich wenigstens irgendwo reingeheizt wäre oder so, weißt du, dann wäre das noch cool gewesen. Boah, ey. Ey, wartet mal, Mädels. So. Wir haben doch hier so ein Extruder-Ding. Mädels, fliegt mal das Schiff bitte gleich in den Schredder rein. Das ist doch ultra cool. Meinst du wirklich, dass das geht? Hey, das geht, das hab ich schon gesehen. Ja, aber okay, ich will trotzdem erst die Refinery und den Assembler abbauen. Falls das nicht geht... Na, das kannst du ja machen. Aber dann zumindest die Sachen. Die Raffinerie braucht ja überhaupt nicht viele Sachen. Also die könnten wir auch aufbauen, na egal. Oh lol, mein Inventar ist glaube ich voll, Moment. Ja, mein Inventar ist voll. Mädels, ich mach das mal an und dann fahrt ihr mal da rein.
Wo meinst du, Sepp ist auf der Arbeit auch so anstrengend? Ja, ohne Spaß. Mädels, mach! Jetzt hier! Sofort! Und jetzt! Wo bist du? Wo bist du? Das habe ich gerade 20 Mal erklärt. Was? Hab ich nicht zugehört. Was ist los? Okay, dann mache ich das halt selber, wenn da keiner von euch da Lust drauf hat. Ich kann mich noch daran erinnern, wie wir bei Peter, als der umgezogen ist, alleine den Tisch da zusammengebaut haben. Alter, wie Sepp da abgegangen ist. Hab das halt nicht geschissen. Das war halt einfach nur eine piktografische Anleitung. Normalerweise nicht. So, Sepp, ey, Scheiße, jetzt haben wir hier die. Der Assembler auf dem Schiff funktioniert. Ey, Mädels, komm, ich schredder gerade mal meinen Arsch auf dir. Ohne Spaß, hör auf, Mädels zu sagen. Ja, bitte. Pass auf. Ja, Moment mal, der Assembler. Moment. Christian, komm mal bitte raus, das musst du gucken. Sepp, wir haben so ein kleines Problem. Das ist mir egal, ich will jetzt hier den schreddern. Das Terminal ist mit keinem Schiff verbunden. Der Assembler. Das müssen wir alles noch machen. Ah, ich habe keine seitliche Kontrolle! Okay, ich schrotte gerade unsere Station. Was machst du denn da? Womit fliegst du denn gerade? Mit dem scheiß gelben in den Schredder oder was? Ja. Oh Gott. Für mich nicht so aus, als würdest du in den Schredder fliegen, ehrlich gesagt. Peter hilft mir nicht. Wie kann ich dir denn helfen? Du kannst aus deiner Perspektive mehr nach rechts. Ja, genau. Okay. Ja. So, und jetzt? Ich hab keine Chance. Jetzt musst du vorne mit deinem A. Mit vorne musst du. Moment, wie willst du denn. Oh, lol. Da. Und da werde ich gerade abgebaut, ne? Sieht so aus, ja. Ja, da wirst du in der Tat gerade abgebaut. Leck mich am Arsch. Das ist ja, komm bitte her. Ja, 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 ich bin ja da. Boah, Peter Sauder, wie viele Leute brauchst du denn bitte? Also das ist hier festhalten für die Zuschauer. Ja, du machst gerade alles ein bisschen kaputt. Vorne mit deiner Front muss ein bisschen weiter runter. Dir ist übrigens klar, wenn du mit den Triebwerken da reinfliegen wirst, du das Ding nicht mehr steuern kannst dann, ne? Das ist mir total Wumpe. Okay. Wird jetzt gut, hier, ja hier schrotten. Jetzt gehst du ein bisschen zu tief nach unten, ehrlich gesagt. Ich kann eh nichts mehr machen. Okay. Oh, Jetpack aus. Sepp, Sepp, Sepp! Hä? Was denn? Nicht so tief. Ich kann mich nicht mehr seitlich bewegen, okay. Das ist halt der Nachteil, wenn man keine Triebwerke mehr hat. Mein Ziel gibt euch Explosionen, dass uns gleich die ganze Plattform um die Ohren fliegt oder so, wenn der Reaktor explodiert. Sein, ja. Nee, ich hab grad schon einen Reaktor auseinandergenommen, das ist totally okay. Safe. Totally safe, sagte er. Ah, jetzt bin ich genau da drin. Jawohl! Ey, willst du mich jetzt rammen, du Arsch? Was machst du da? Ja, ich stehe noch mal das Schiff bereit. Es ist. Oh Gott. Das Problem ist halt, ich kann dich halt nicht mehr vernünftig manövrieren. Frag mich, ob das wirklich für ganze Schiffe gedacht war. Was wir da machen. Eigentlich für Asteroiden, aber das ist ja egal. Also ich kann mich nicht mehr... Sieht voll geil aus mit dem Ding da drüber. Ihr macht das da. Ich baue ihn mal fertig. So. Ich steig mal aus, ne? Ram, du kannst mich ja rammen oder so. Nein. Ja, ich krieg mich aber nicht mehr hier reingedrückt. Ja, ich hol grad ganz viele Teile. Okay, so, Peter schreddert das jetzt. Wir müssen ja dann auch die Raffinerie mit dem Assembler verbinden, oder? Sie benötigen Stahl... Wieso denn schon wieder Stahlplatten? Ich hab doch gerade Stahlplatten geholt. Ach du Wichsding, ey. Ey, ich hab Stahlplatten, Christian. Wofür? Für die Raffinerie. Sollen wir nicht erstmal die Förderleitung fertig bauen? Ja. Ist hier eigentlich noch drin? Ich hab da auch schon einen Großteil von gesteuert, aber ich brauch Motoren. Hast du Motoren? Ja, 32 habe ich nur noch. Weil davon brauchen wir irgendwie voll viel. Im Ernst? So. Ja, für die. Das Schiff ist ja gerade zur Hälfte auseinandergenommen worden, ne? Also so wirklich ja, effektiv nicht ist so das nicht. Effizient. So. Ich mach mal eben die Raffinerie weiter fertig. Alter, Peter, weißt du, was für ein Blöcken mein scheiß Schiff hier bestand? Von dem, was allein schon noch übrig ist? Nee. Yeah, die Raffinerie ist fertig. Krass. Also dazu bestimmt 200. Okay, Einzelteile. Krass. Die Raffinerie ist auch verbunden. Ne, die ist nicht verbunden. Die habe ich jetzt gerade fertig. Ja, aber die ist nicht verbunden, oder? Nee, deshalb meine ich, da müssen wir die Förderleitung jetzt fertig machen. Wobei doch, die Raffinerie funktioniert.
Die ist, echt? Die wird angezeigt, ja. Die kannst du die benutzen. Läuft schon. Nee, aber die läuft schon. Die sucht sich automatisch den Stuff auch. Welchen Stuff? Da sind doch keine Rohmaterialien. Ja, den du so im Lager hast, in den anderen Lagern. Dann ja, aber da sind keine Rohmaterialien. Doch, Steine, warte mal. Stein unten. Probieren wir mal Stein. Wo ist denn die scheiß Raffinerie? Das ist viel da. Nee, geht nicht. Okay, wir müssen weil da die Verbindung dann fehlt. Oh, und Triebwerke, jawohl. Okay, dann gehen wir wieder nach unten. Weg! Hui! Okay, wir brauchen mehr Motoren, Mädels. Alter. Habt ihr Motoren über? Ich hab nichts gesagt. Ich weiß nichts von Motoren. Das ist voll selbst Spiel hier, ohne Spaß. Das ist halt ein Ingenieurspiel, ne? Na, eigentlich ist das so ein kleines Diktatorspiel, ne? Warum sollte das ein Diktatorspiel sein? Ja, Spaß, was hat, what the fuck? Zeit, nur weil du ein Diktator bist, an dir. Das ist kein Diktatorspiel. So. Sie benötigen vier Motoren, um Förderleitung zu bauen. Ohne Spaß, ich werde es niemals schaffen, ein eigenes Schiff zu bauen. Weißt du, allein schon die Anzahl der Teile, die es gibt, die überfordert mich, die das kleine Pissding hier hat. Warum? Du kannst das doch aus normalen Stahlplatten erstmal nur bauen. Hey, ja, theoretisch kannst du dir so ein Würfelschiff bauen. Ja. So, krieg ich erstmal hier mein Krieg ich denn jetzt Motoren her? Sind hier noch Motoren drin? Ja, in den. Da sind noch ein paar, ja. Meine Taschen voll. Scheiße, mein Inventar ist schon voll. Immer weiter buddeln, bauen. Uiuiui. Alter, jetzt bin ich voll gegen das Schiff geknallt. Nein. Boah, Alter. So. Ach, wir haben auch schon total viele Förderleitungen genau, fertig, ne? Echt ein bisschen belämmert. Ist ja? Ja, was denn? Wir haben ja schon voll viele hier fertig. Ja, die habe ich ja gerade alle fertig gemacht. Mir fehlen nur noch voll so ein paar Motoren für das Ohr. Moment. Ich hab Motoren noch. Ey, warte. Brumm. Weil die Förderleitung ist doch fertig. Das ist scheiße, Sepp. Was denn? Wir haben ein Problem. Die Dinger sind alle noch rot. Das ist egal. Wie, oder? Das ist egal? Rot ist eigentlich immer schlecht. Warum sind die zu den Raketen gelb? Das ist ein Argument. Brauchen wir doch das scheiß Glas? Das habe ich dran gemacht. Die sind alle fertig. Bei allen? Ja. Bei allen hast du Glas dran? Ja. Bei allen? Bei hast allen? Du noch Panzerglas übrig? Ich habe nämlich, ich brauche immer noch meine das zwei. Lol, zwei echt jetzt? Ich habe die ja vor dem Schiff da abgebaut. Ja. Lol. Peter, weißt du, wie viel Panzerglas ich noch habe? Eins. Zwei. Eins. Okay. Peter, ich hab noch ein paar. Ich steck ja, einfach da vorne bei dem Schiff, Cockpit. Okay. Warum baust du denn nicht irgendwo das Cockpit in einem anderen Schiff ab? Ja, das Cockpit ist fast fertig. Es fehlen nur noch zwei fucking Panzerglas. Ja. So, jetzt fehlt noch ein Panzerglas. Ja, was denn? Oh, was ist so mit Uhrzeit und so? By the way. Ja, wir sind, glaube ich. Wir machen das jetzt hier noch fertig und dann sind wir raus für heute. Boah, Alter, ist das mit dem Bauen? Christian, hey, was müssen wir denn hier noch machen? Irgendwas? Das weiß ich nicht. Sepp, gib mir ein Panzerglas! Peter, nerv nicht, ey. Du bist voll nervig. Ja, echt, Peter, ey. Du bist voll der Nervling, weißt du? Kommandierst alle rum. Sagst, was willst du denn jetzt hier? Wo soll ich denn buddeln? Du sollst nicht buddeln, du sollst das Cockpit hier fertig machen. Hier. Das Cockpit. Genau. Einfach mal dran löten, dann ist das gut. Schön. So, fertig. Ach, geht doch. Dankeschön. Dass Peter da rein explodiert hat. Ja, aber schnell. So, Moment. So, Peter, halt drauf, Christian. Ich will jetzt, dass das funktioniert. Ich guck grad Peter an. Peter muss Y drücken. Ist noch alles aus wahrscheinlich, oder? Ja, ich weiß. Ich guck mir nur gerade die Werte an. Ja, scheiß drauf. Drück Y. So, jetzt flieg ich los. Komm, einmal Linksklick. Einmal Linksklick. Fliegen geht. Okay. Einmal Linksklick. Ach so, meint ihr, dass ihr zu wenig Energie habt und dann explodieren die Dinger? Das macht aber irgendwie wenig Sinn. Ich dachte mal, wenn du zu viel Energie hast, macht Peng. Okay. Jawohl, die drehen sich auch alle. Jawohl, Peter, das Schiff fliegt. Rein da. Jetzt lünst du mal rein, wie bei deiner Mutti, ey. Nein. Ich muss mich erstmal hier richtig krass an die Steuerung gewöhnen. Leck mich doch am Arsch, ey. Das ist doch genau die gleiche Steuerung, wie als wenn du eine Person bist. Naja. Naja. So. Und los geht's. Ey, Christian, weißt du, warum das nicht geht? Ja. Warum? Keine Ahnung, warum. Du brauchst einen Förderbandeingang. Also du brauchst halt einen Eingang von diesem Scheißding. Ach so, das heißt, halt das obere und das untere müssen wir wegmachen. Ja, wir müssen halt seitlich da dran vorbei und dann an
den Eingang hier. No, finally. Achso, du musst hier dran? Da? Ja. Ich baue da, ich baue da mal, ja. Dann mach mal. Ich baue da mal ein Sample. Ich mach den Conveyor. Ich kann endlich fahren. Mach. Ah, geil, Peter. Kurz vor Ende. Nicht quatschen. So, dann brauchen wir noch ein T-Stück. Ne? Ja, das heißt, wir brauchen noch einen Conveyor. Hä? Warum? Ja, unter das Förderband. Nee, nee, kein T-Stück hier, normales Drehding. Ich habe zu wenig Stahl. Ich habe ein kleines Stahlrohr zu wenig, Sepp, um das fertig zu bauen. Hast du noch eins? Ja, bestimmt. Warte. So. Fertig. Holz. Ist fertig? Ja. Mal weg. So. Und der muss. Hä? Ist die nicht falsch gesetzt? Die geht doch jetzt. Achso, nee, da muss noch ein T-Stück rein. Ja, ist klar. Mir fehlen wieder kleine Stahlrohre. Warte mal, mir fehlen hierfür wieder kleine Stahlrohre. Hast du noch welche? Weiß ich nicht, will das eine Ding hier mal drehen, aber das geht irgendwie nur nach oben. Das geht nicht nur nach oben. Panzerglas fehlt mir auch. Ich geh jetzt dann eine Schiff da auseinanderbauen, ey. Heißt, mir fehlen irgendwie Komponenten zum. Ja, Panzerglas. Ich bin auch da, dabei, das Schiff auseinanderzubauen. Schöne ein neue, kleines, ey. Weltschöne neue Welt gespeichert. Ja, ich habe sie Brave New World genannt. Ja, weg mit dem Kopf. Wieso kann ich denn das doofe T-Stück jetzt hier nicht da reinbauen? Ey, ich krieg das nicht. Was hat der für ein T-Stück? Es gibt doch keine T-Stücke. Ja, so ein L, Mann. Nimm noch einen von Conveyor. Weißt du, warum das nicht geht? Ich will einfach noch einen dazwischen. Nee, weil der scheiß Transporter so dick ist. Wieso hat mir das eigentlich gerade kein Panzerglas gebracht? Nicht. Ich dachte, das Cockpit wäre Panzerglas. Das müsste auf jeden Fall was haben, aber es ist ja. Nee, das hatte kein Panzerglas. Ey, ohne Spaß jetzt. Ohne Spaß. Ganz ehrlich. Inventar ist voll. Peter und ich haben voll die passive Rolle hier, nur weißt du so. Das ist egal. Das Spiel ist voll geil. Das ist das beste Spiel aller Zeiten. Ich bin durch den Peter ist jetzt einmal durch. Ja, ich durchgeflogen. Durchgebohrt. Echt, du bist jetzt. Hast du dich da einmal durchgebohrt? Ja. Ich glaub schon, ja. Moment, ich versuche mal hier rauszufliegen. Ja, funktioniert. Ja, du oben. Dann gehen wir dir aber viel schneller. Warte, Peter, unten links musst du aufpassen. Du musst ein bisschen weiter nach rechts. Krass, dann können wir das eben hier fertig bauen. Ich habe kein Panzerglas, mein Freund. Ohne Panzerglas nichts fertig bauen. Wo hast du denn jetzt Panzerglas her? Ich hatte noch was. Jetzt mir das nicht mal sagen können. Nee. Das Geile ist, dass der das Stuff überhaupt nicht in die Frachtcontainer ballert, sondern alle in den Bohrern hält. Woran das jetzt noch liegt? Dann habt ihr keine Verbindung zwischen den Bohrern und den Frachtcontainern wahrscheinlich. Die sind direkt aneinander gebaut. Was du dann machen musst, Peter, ist nachher richtig scheiße. Du musst jeden Bohrer einzeln leer machen. Machen wir da das Glas noch dran? Hab ich schon. Das hab ich nämlich auch gehabt. Das da oben so. Ja, was soll ich machen? Boah, bitte werd grün, ey, Junge, dann bin ich. Ja! Jawoll! Das ist gelb! Mann! Ah, oh, was, ey. Das heißt, die Raffinerie. Keine Ahnung, was die da gebaut haben, Peter, aber. Ja, das heißt, die Raffinerie zieht sich jetzt die Sachen aus den großen Frachtcontainer. Und dann müssen wir jetzt noch die Raffinerie mit dem kleinen Frachtcontainer verbinden, damit dann auch der Assembler, verbunden ist. Ja, nice, Alter. Aber das machen wir nicht so. Das machen wir nächste Folge. Das heißt, wir haben endlich mal was geschafft. Was man auch irgendwann mal bemerken wird. Wenn wir das brauchen. Wir brauchen hier eigentlich nur so ein Ding dazwischen bauen, Christian, ne? Ja, komm, das machen wir auch noch schnell. Dann haben wir alle. Lol, du tötest mich gerade. Ja, egal. So, fertig. Yeah, das hat auch funktioniert. Rums, jetzt müssten wir aus dem kleinen Cargo-Container, aus dem Frachtcontainer, klein in den großen legen können. Und es funktioniert! Woo! Ja, Sepp, trust me, you're an engineer. Nee, trust you, you're an engineer. Alles klar. So, Sepp hat das jetzt hier. Moment, bevor wir jetzt Schluss machen, jetzt müssen wir einmal kurz zeigen. Moment, so, hoffentlich zack. Okay. Was habt ihr denn das jetzt? Ich komm mal zu euch rüber. Was du da überhaupt gebaut hast, ja, die ganze Zeit, ihr beiden. Na, wir haben ja gemacht, dass das hier überhaupt läuft. Ja, kommt mal her. Oh, ich muss auch mal eben heilen. So, und dann müssen wir noch eine Medical Station bauen und alles gut, der fliegt schon mal hoch. Achtung, Energie des Anzugs ist niedrig. Ja, ja, bla bla bla. Füll mich auf. So. So, ich komme auch zu euch geilen Noodles. Warte, Moment, ich sollte die Dinger ausmachen. So. Ich bin jetzt da drin.
Wo bist du was denn? Was funktioniert jetzt, das vorher nicht ging? Also wir haben halt oben in die Halle einen Assembler gesetzt und eine Raffinerie, weil auf dem Schiff keine war. Und die müssen halt verbunden sein mit den Frachtcontainern, mit den großen. Und das haben wir gemacht. Weil sonst ziehen die sich die Sachen nicht. Die Container müssen untereinander, muss das alles verbunden sein. Sonst kannst du das nicht miteinander benutzen. Ja. Das heißt einfach, Sachen irgendwo ins Schiff hinbauen funktioniert nicht. Man muss immer eine Verbindungslinie schaffen. Das heißt, alle Container müssen miteinander verbunden ja. sein. Ja, alle Container müssen mit der Raffinerie verbunden sein. Ja, genau. Oder untereinander halt. Das reicht halt auch. Du kannst halt von Container zu Container kannst du halt Ja, ja, okay, aber das heißt... Ich will echt nicht sagen, das Cockpit vorne sieht ja mal geil aus, ne? Ja, das haben wir gerade gebaut. Das Schiff hier, wie gesagt, das Schiff hier hat sogar zwei Cockpits. Hinten hat das auch eins. Du kannst hinten... Ich glaube, mal weg, Peter. Moment, was passiert eigentlich, wenn einer vorne und einer hinten drin ist? Ja, das habe ich mir eben auch schon gefragt. Ja, das zeigen wir in der nächsten Folge, weil genau, das zeigen wir in der nächsten Folge nichts mehr zu zeigen. Da haben wir doch vergessen. Komm schon, setz dich mal kurz da rein. Quatsch. Das machen wir in der nächsten Folge. Wollte Christian vorhin schon. Nein, setz dich doch mal schnell rein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Komm schon, setz dich da rein.